Alter, was geht ab, Leute? Hier chilliger, ruhiger Sonntag. Kommt da jemand? Nee, perfekt. Ich habe die ganze Zeit gewartet, bis ich hier diesen Shot drehen kann. Ungestört. Chilliger, ruhiger Sonntag. Ich habe nichts vor. Wir haben gerade nichts zu tun. Deswegen arbeite ich an meiner Tour. Forsche da ein bisschen rum. Apropos Sonntag, nichts zu tun haben. Will jemand mit uns Among Us spielen? Nee, wir wollen nicht auf den Hype draufspringen. Wir haben schon vor Ewigkeiten davon berichtet. Ich schaue ja immer diese ganzen American Streamers und so. Deswegen kannte ich das Spiel schon voll lange. Aber wir haben ja die Telegram-Gruppe. Und da gibt es einen. Kuss geht raus an Buhiken. Der möchte unbedingt Among Us mit uns spielen. Erwähnt er öfters, aber ist bisher noch nicht zustande gekommen. Deswegen versuche ich das jetzt mal zu planen, wo ich ein bisschen mehr Freizeit habe. Und ja, Interesse am Anfang war da in der Gruppe, also kommt gerne in die Gruppe, chillige Gruppe, echt sehr coole, lustige Leute. Und ursprünglich waren da sehr viele begeistert, interessiert, aber mittlerweile nicht mehr so. Hab letztes Mal nachgefragt, ob da was stattfinden kann, aber sieht nicht gut aus. Also ich wäre am Start, Tati wäre am Start, Barisch wäre am Start, Buhiken natürlich, Sebastian wäre gleich am Start, auch Kuss geht raus an ihn, auch sehr aktiver Supporter. Und dann noch ein, zwei, das heißt, wir bräuchten so ungefähr vier, die noch mitspielen wollen. Link ist unten in der Beschreibung. Falls ihr mitspielen wollt, kommt einfach in die Gruppe und dann starten wir hoffentlich demnächst mal eine Runde Among Us für Buhiken. Also da, Buhiken, jetzt hast du es, jetzt habe ich es für dich versucht zu organisieren. Mehr kann ich nicht machen. Entweder klappt es, wir kriegen genug Leute zusammen oder nicht. Hör auf zu leiden, Mann. Seht ihr diesen Brunnen? Wahrscheinlich nicht. Ich kann nicht näher ranzoomen. Krasser Brunnen, wäre ein Stop auf meiner Tour gewesen, aber ihr seht ja hier überall Baustelle. Zum Glück läuft die Tour nicht, also das ist natürlich auch ein Problem, das man in der Zukunft beachten muss. Sachen aktualisieren, Baustellen und sowas. Letztens auch in der Innenstadt, da war auch eine Figur, ein Teil einer Tour von mir und da gab es irgendwelche Randale und die Figur wurde umgestoßen und zerstört und sowas. Mittlerweile wurde sie wieder repariert, aber wir müssen uns anschleichen. Ich will da vorne noch einen anderen Spot abchecken, aber der wird gerade benutzt für einen Fotoshoot, weil das ist ein krasser Spot. Deswegen will ich den ja mit in die Tour integrieren. Heutiges Thema: Vermisse ich die Klicks? Kommt in letzter Zeit häufiger das Thema, die Frage, der Diss von ein paar Hatern. Kurz gesagt, nee, überhaupt nicht. Das war's auch schon, also wer sich nur dafür interessiert hat, kann jetzt abschalten. Oder mich auf stumm schalten und durchlaufen lassen für die Watchtime. Gönnt mir bitte die Watchtime. Lange Antwort ist halt auch nee, aber was gibt's da zu vermissen? Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, ich habe ja länger drüber nachgedacht. Ist ja nicht so, dass ich einfach von einem Tag auf den anderen aufgehört habe. War ja schon ein langer Prozess, wo ich mir Gedanken gemacht habe. Ich bin nach Augsburg, Regensburg gefahren und habe mit einem Kollegen geredet, der auch YouTube macht. Und komischerweise hat der mich überzeugt, aber negativ überzeugt. Also im Grunde genommen meinte er, ja, mach YouTube weiter, zieh durch, alles für die Klicks. So. Und das hat mich aber davon abgeraten, abgescheucht, das zu machen. Das hat mich eher abgeturnt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, und ich habe halt, natürlich bin ich ein realistischer Mensch. Hab jetzt nicht viel erwartet nach dem Themenwechsel und sowas. Wir haben jetzt auch einiges ausprobiert. Vieles hat funktioniert, vieles hat nicht funktioniert. Und jetzt schauen wir mal, wie es so weitergeht. Aber am Ende des Tages mache ich das natürlich nur zum Spaß. Und mich hat es jetzt zum Beispiel böse hart gejuckt. Ich habe es vermisst, Videos zu drehen und Videos zu schneiden. So richtig vlogmäßig. Und da habe ich jetzt mega viel Spaß dran jetzt wieder gerade. Ja, wie gesagt, wo ist der Unterschied? Wisst ihr, was ich meine? Als ich ein paar tausend Klicks hatte, 2, 3, 4, 5, 6, 7.000, da haben die Hater auch die ganze Zeit gesagt, Digga, du kommst nicht über die 5, also 5-stellig hinüber, das sind nur ein paar tausend Klicks, was ist das schon? Und jetzt sagen die halt, ja, nur noch ein paar hundert Klicks, was ist das schon? Also es gibt immer Leute, die labern. Aber für mich persönlich, wo ist der Unterschied? Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, ich habe jetzt so viele Jahre, was heißt so viele Jahre, ich habe jetzt die letzten paar Jahre Zeit darin investiert und erstens, wenn ich kein Pokémon Go mehr spiele, was soll ich machen? Ich kann eigentlich glücklich sein, mich glücklich schätzen. Klingt komisch, dass ich nicht so viele Klicks hatte, weil
wenn du 200.000-300.000 kriegst, also im 100.000er-Bereich, dann kannst du nicht aufhören. Du lebst davon, du machst so viel Geld, da ziehst du das Ding durch, auch wenn du keinen Bock mehr auf dieses Spiel hast. Auch im fünfstelligen Bereich jetzt, diese Spiele trennt oder so nicht. Ich will ihm nicht unterstellen, dass er keinen Bock mehr auf das Spiel hat. Nee. Ich meine nur, bei seinen Klicks kann er nicht einfach so aufhören. Das meine ich. Aber bei mir ist halt stinkegal, ob ich jetzt die paar tausend Klicks habe oder die paar hundert Klicks, solange es mir Spaß macht, weil was ändert es an meinem Leben? Schmeckt der Döner, den ich dadurch esse, schlechter? Gordon, ciao Jungs. Nee. Hat das irgendeinen Einfluss auf die Bitcoin und wie sie steigen? Hat sich ungefähr verdoppelt, seitdem ich das gekauft habe. Nee. Hat das irgendeinen Einfluss auf meinen Job und wie viel ich verdiene? Also. Ja, ich verdiene 25% mehr. Nee. Okay, ja, YouTube-technisch, geldtechnisch verdiene ich YouTube-Money ein bisschen weniger, aber wen juckt, das war Geld nebenbei. Nicht mein Hauptjob. Deswegen, wie gesagt, kann ich mich ja glücklich schätzen, dass ich nicht YouTube-abhängig war und da jetzt nicht Pogo durchgrinden muss und Videos raushauen muss, um davon zu überleben, auch wenn ich keinen Bock dazu hätte. Hat das irgendeinen Einfluss darauf, wie viel Spaß ich mit meinen Freunden habe? Auch nee. Dementsprechend, wen juckt's? Momentan, also klar, wenn man Videos macht, will man auch eine gute Resonanz und viele Klicks und sowas, das gehört dazu. So wie wenn man kocht, dann will man auch, dass es schmeckt natürlich. Also, oder wenn man irgendwas malt oder so, dass es schön ist. Also dementsprechend, natürlich will man die Klicks, aber das ist jetzt nicht allzu wichtig. Hauptsache erstmal Spaß haben mit den Jungs. YouTube ist echt nicht an oberster Stelle, auch wenn viele mir das unterstellen wollen. Das ist eigentlich Plan D, aber seit gestern nur noch Plan E, weil gestern hat sich noch was Neues ergeben. Deswegen eigentlich nur noch Plan E und an oberster Stelle ist natürlich Spaß haben, mit den Freunden abhängen, eine coole Zeit haben, Videos schneiden macht mir Spaß. Ist auch ist wie ein Tagebuch und das ist das Wichtige. Ein Tagebuch, du machst deine Videos, du schaust irgendwann die Jahre zurück, schaust die Highlights an und sowas. Alter, wir haben immer noch Videos, wo wir immer noch drüber reden. Und auch jetzt, in der kurzen Zeit, haben wir jetzt auch schon ein paar Highlights, wo wir immer wieder drüber reden werden in der Zukunft. Die Kogo Insider, Bar geschredet mit dem Board, die Challenge mit Mois, die Cheeseburger Challenge, all dies das. Unvergessliche Momente, die wir jetzt auf Video haben. Und das ist das, was ich machen will. Einfach die Momente auf Kamera festhalten und dann so eine Art Tagebuch führen. Wenn das die Leute interessiert, umso besser. Wenn wir damit Geld machen können, umso besser. Alles noch mehr Geld zum Investieren in die BTC. Wieso nicht? Aber wenn nicht, dann nicht. Wir haben andere Sachen. Eine Sache, die ich aber vermissen werde, ein paar Chancen, ein paar Gelegenheiten, wie zum Beispiel Kogo. Blende ich hier mal was ein. Möchtest du Kogo was erzählen? So vielleicht eine letzte Nachricht. Zu Kogo? Ja, möglicherweise. Ich muss mich noch bei denen melden, aber möglicherweise war das ja unser letzter Monat. Ja, kann schon gut sein dann, ja. Wobei, ich glaube, es haben sich echt viele was geholt. Diesen Monat? Ich habe Hoffnung. Vielleicht durch unseren Rabattcode. Ja, was soll ich sagen? Ich liebe euch, Mann. Ihr seid so geil. Ihr habt echt die geilsten Produkte, wirklich. Auch wenn wir nichts mehr kriegen, was ich nicht hoffe, ja, bin ich immer euer Fan, bleibt euer Fan. Ja. Ja. Aber gönnt uns nochmal. Ja. Wir versuchen echt, größer zu werden, weiter zu werden und euch auch zu pushen und so. Wir brauchen aber dafür euch, Mann. Ja. Ich liebe euch, ohne Scheiß. Seht ihr das? Das ist 100% authentisch. Ja, Mann. Nicht irgendwelche Influencer, die irgendwas vermarkten, die nicht dahinter stehen. Ja, ich stehe vollkommen dahinter. Auch, wie gesagt, wenn ihr uns nichts mehr, wenn ihr uns nicht mehr sponsert, kann ich auch verstehen, ja. Ihr seid ja Geschäftsleute. Natürlich, ja. Das ist normal. Aber wir geben alles. Wir geben echt alles. Ja. Wir machen Werbung, wir machen Videos, wir machen alles. Wir bringen euch überall rein. Ja. Immer Gesprächsthema. Immer, ja. Und was eine Idee vielleicht auch für mich wäre, also was heißt eine Idee, dass ich auch mal mit euren Produkten vielleicht auch mal irgendwas machen kann, so kochen oder irgendwas. Ja. Hätte ich schon voll Bock drauf. Ja. Wir bleiben dran und ich hoffe, ihr auch. So ist es dann natürlich nicht mehr wirklich oft am Start und die Chance haben wir ja natürlich nur bekommen, weil wir den Typen kennen. Grüße gehen raus an Piran, danke für die 3 Monate. Aber wenn die Verkaufszahlen natürlich nicht stimmen, unsere Zuschauerbindung, dass da nicht genug Einkäufe reinkommen. Also noch besteht die Hoffnung. Also ich muss auch denen Bescheid geben und da die Resultate für Oktober reinschicken und dann gibt sie Bescheid, ob wir für November weiterbekommen. Deswegen hier das letzte Video. Die letzte Chance. Tati appelliert nochmal daran, ob wir noch eine Box bekommen. Aber der Kerl steht halt echt wirklich hinter denen. Und das ist halt schade, weil
mit mehr Erfolg, mit mehr Klicks, mehr Views, könnte ich ihm halt eine Freude machen und da regelmäßiger noch mehr Boxen für ihn besorgen. Oder auch AFK Arena. Wir haben das mal getestet für ein Video, das Video kam nicht raus, aber wir haben halt eine Woche AFK Arena getestet und er ist halt seitdem einfach drauf hängen geblieben. Dann hätten wir mehr Klicks, mehr Views, dann könnten wir auch Kooperationen mit denen eingehen, weil AFK Arena sponsert ja auch sehr viele, so Raid Shadow Legends mäßig. Dann hätten wir da vielleicht eine bekommen und auch da steht Tati voll hinter und das hätte ihm auch eine Freude gemacht. Also solche Sachen würde ich halt vermissen, wo ich meinen Freunden eine Freude machen kann. Aber mich persönlich juckt es halt echt so gar nicht. Und jetzt, weil ich das Video gedreht habe, habe ich jemanden verpasst. Da hat so eine Dame Fotos gemacht von Sachen, die jetzt auch auf meiner Tour waren. Und ich suche immer noch Leute für ein paar Fotos für die Website halt. Hätte ich schnell angequatscht, aber jetzt habe ich sie aus den Augen leider verloren. Schaut's mal, Leute. Welches von den zwei würdet ihr aufheben? Pretty Woman oder Jurassic Park, Alter? Keins. Wer hat schon noch eine VHS-Maschine? Viele von euch kennen das wahrscheinlich nicht mal. Das war's von mir, Leute. Gebt gerne einen Like, einen Kommentar, ein Abo. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt die Links ab. Kommt in die Gruppe. Bitcoin Farmen, dies, das. Ihr wisst Bescheid. Das war's von mir.